6 super coole, einfache Sachen, wirklich mit Sachen, die, glaube ich, jeder von euch zu Hause hat. Man kann die groß machen, klein machen. Damit kann man bestimmt auch einen richtig schönen Spa-Day machen. Und dann finde ich, ist das auch eine richtig süße Geschenkidee. Auf jeden Fall. Hallo ihr Lieben! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu 6 Ideen gegen Langeweile. Ja, wir haben uns mal wieder ein paar Gedanken gemacht und gebastelt. Mhm. Und es sind richtig coole Sachen dabei gewesen und auch breit gefächert, ne? Ja, viele verschiedene Sachen dabei, auch vieles mit Sachen, die ihr höchstwahrscheinlich eh zu Hause habt, also wo ihr überhaupt nichts besorgen müsst. Ja, ich habe fast alles zu Hause. Ich glaube, da müsste man wirklich fast alles zu Hause haben. Ja. Und ich würde sagen, ich starte auch direkt mal mit was richtig Coolem. Ich finde, das ist auch super dekorativ und es sieht viel, viel komplizierter und schwieriger aus, als es tatsächlich ist. Und wie ich es gemacht habe, seht ihr jetzt. Für diese DIY-Idee braucht ihr ganz, ganz wenige Materialien, die ihr auf jeden Fall auch zu Hause habt. Ich habe hier einfach quadratisches Papier, könnt ihr natürlich auch einfach auch selber zuschneiden, ein bisschen Kleber und meine Schere. Und das Papier wird jetzt erstmal ganz einfach zugefaltet. Kommen wir erstmal zur Seite. Insgesamt 6 Stück, 2 pro Farbe. Und ich falte das Ganze einmal in der Mitte, Seite auf Seite. Zufalten. Dann schneide ich es einmal auf dieser Linie durch. So. Und dann falte ich es nochmal. Wieder Seite auf Seite. Die langen Seiten kommen dabei aufeinander. Und dann bekomme ich eben so ein schmales, gefaltetes Stückchen Papier mit einem Knick in der Mitte. Wenn ich es so hinlege, geht es hier im rechten Winkel nach oben hoch. Das mache ich beim zweiten auch nochmal. So. Und das wiederhole ich jetzt mit all meinen Zetteln. Also insgesamt habe ich dann 12 solche Streifen. 4 blaue, 4 grüne und 4 pinke sind das dann bei mir. Und die werden jetzt zusammengeklebt zu einem Würfel. Ein bisschen Platz machen. Ich starte einfach mal mit pink. Und mein Kleber, der übrigens auch pink ist, passt mal wieder gut zusammen. Hier in die Ecke gebe ich ein bisschen Kleber und ihr seht auch sofort warum. Ich nehme jetzt nämlich den zweiten Streifen und klebe ihn genau dort drauf. So sieht es von außen aus. Hier dieser Teil überlappt und wird zusammengeklebt. Und die Seiten gehen so nach oben hoch. Nächste Ecke, Kleber drauf, Streifen drauf, andrücken. Und dann habe ich hier den nächsten. Da kommt jetzt natürlich auf 2 Seiten Kleber, weil ich hier auch schon den Streifen an beiden Seiten festkleben kann. Und dann habe ich den Boden meines Würfels auch schon fertig. Jetzt mache ich mit Grün weiter und ich nehme jetzt hier immer ein bisschen Kleber an beide Seiten und einfach den Papierstreifen aufkleben und hier nach oben hochlaufen lassen. Braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür, aber es geht eigentlich ganz easy. So. Und wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe ja noch die blauen Streifen. Die werden jetzt auch aufgeklebt. Und vielleicht könnt ihr euch die Position auch schon denken. Hier an die Seiten kommt der Kleber. Dann kommt der Streifen, aufgeklebt und aufgeklebt. Und so arbeite ich mich dann in der Runde weiter vor. Hier oben kommt auch ein bisschen Kleber hin, da überlappt es ja schon wieder. Also dieses Mal wird sogar 3-mal geklebt. 2-mal hier kleben und dann hier an der Seite. Und das dann auch natürlich einmal in der gesamten Runde über. Hier beim letzten habe ich dann natürlich sogar noch eine Position mehr zum Kleben. 2-mal an den Seiten und 2-mal oben. Und fertig ist der 3D-Würfel. Einfach und schnell gemacht, hübsch und dekorativ. Und man kann natürlich auch so ein bisschen damit spielen. Und ja, relativ eindrucksvoll dafür, dass es einfach nur aus 6 Zetteln zusammengeklebt ist. Ja, ich finde übrigens den Würfel richtig cool. Was mir auch aufgefallen ist, man kann ja auch so kleine Fotos von der
hier. Von der Instax. Ja, genau, könnte man hier so reinkleben, wenn man das noch möchte. Und dann hat man so einen, da kann man sich das Geld sparen, hat so einen selbstgemachten Fotowürfe. Richtig, richtig coole Idee. Ja, also da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen, finde ich richtig schön. Ich habe auch einen richtig coolen Deko-Hack und zwar diese Palmenblätter. Hat eigentlich auch jeder zu Hause, man braucht jetzt nicht extra einkaufen gehen. Ich finde die total schön. Man kann die groß machen, klein machen, komplett frei. Und wie ich das gemacht habe, seht ihr jetzt. Was ihr für die DIY-Deko-Palmenblätter benötigt, ist einmal Backpapier, ein Tacker, Klebeband, ein Stift und eine Schere. So, als erstes schneidet ihr euch ein großzügiges Stück von dem Backpapier ab. Das könnt ihr so groß machen, wie ihr wollt, je nachdem, wie groß eure Palmenblätter werden sollen. Und dann malt ihr einmal ein Palmenblatt hier drauf in so einer Art Herzenform, was oben spitz zugeht. Und das schneiden wir einmal aus. So, wenn ihr das Ganze ausgeschnitten habt, faltet ihr es einmal mittig zusammen. Und dann macht ihr in so kleinen Bewegungen ein Zickzackmuster. Also ihr schlagt es immer wieder um. Einmal so rum, dann wieder so rum. Wenn ihr die Seite fertig habt, schlagt ihr das einmal um und macht das Gleiche auch auf der anderen Seite. So, wenn ihr das zusammengefaltet habt, öffnet ihr das einmal und dann sieht das am Ende so aus. Jetzt nehmen wir das einmal mit der Spitze von oben und falten das hier unten so zusammen, dass das Ganze so ausschaut. Das machen wir jetzt einmal mit dem Tacker fest. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch noch reinschneiden. Dann haben wir noch so eine Blattoptik. Das ist euch aber frei überlassen. So. Jetzt nehmt ihr euch euren Schaschlikspieß, schneidet einen dünnen Streifen von dem Backpapier ab und wickelt das einmal um den Schaschlikspieß herum. So, und fertig ist euer selbstgemachtes Deko-Palmenblatt. So, ich habe mal einen neuen Schlüsselanhänger gemacht. Und zwar einfach eine Makramee-Technik. Sind nur ganz einfache Knoten, wirklich super, super easy, auch schnell gemacht. Und ich finde, es ist richtig schön, sehr, sehr stabil und super praktisch so am Schlüsselbund. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde das ja sowieso so schön. Ich habe auch schon zu Eva gesagt, wenn ihr da auch Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare, dass wir mal so ein großes Wandding machen. Ja, so richtig schön geknotet. Mit Mustern und so. Vielleicht werden wir das nächste Mal hier umdekorieren. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ihr Bock drauf habt, auf jeden Fall unten reinschreiben. Und wie ihr dieses hübsche Gedrehte macht, seht ihr jetzt. Für dieses DIY braucht ihr natürlich einen Schlüsselring als Verbindungsstück, damit ihr es auch an euren Schlüsselbund oder an eure Tasche dran machen könnt. Und dann habe ich hier Baumwollkordeln. Ihr könnt allerdings auch Paketschnur nehmen oder andere Schnur, möglichst nicht zu dünn. Und dann kann es mit dem Makramee auch schon losgehen. Ist eine ganz einfache Knotentechnik. Und ich mache es so, dass ich mir mein Band so ein bisschen einteile. Ich habe das hier schon mal zugeschnitten. Es sind ungefähr 60 cm bei mir. Und so 10 bis 15 cm wird bei mir die kurze Seite. Die lasse ich hier so nach Augenmaß ein bisschen runterhängen. Dann gebe ich das Ganze als Schlinge einmal hier durch den Schlüsselring durch und ziehe dann beide Enden einmal nach. So. Und habe es dann hier schon mal an meinem Schlüsselring befestigt. Seht ihr hier die kurze und die lange Seite. Und genauso auch einmal mit dem anderen. Da orientiere ich mich jetzt hier dran von der Länge her, damit beide Enden auch schön gleich lang bleiben. Ungefähr so. Und auch hier einmal durchgeben und dann beide Enden einmal durch die Öffnung ziehen. So, in der Mitte liegen dann die beiden kurzen Enden und außen habe ich die beiden langen. Mit den beiden langen wird jetzt natürlich auch gearbeitet und geknotet. Und ich starte immer hier auf der linken Seite und ich lege den Faden einmal hier über die beiden in der Mitte drüber und unter dem äußeren her. So sieht es dann aus.
Dann nehme ich den äußeren hier, den rechten, und gehe einmal hinter den in der Mitte her und ziehe ihn hier durch diese Lücke durch, sodass er jetzt über den linken geht, also wo der linke im Original herkam. Hebe ihn einmal hoch und ziehe dann diesen Knoten, den ich jetzt gemacht habe, bis nach oben hin fest. Geht natürlich mit zwei Händen ein bisschen besser. Also wenn ihr jemanden habt, der euch das Ganze festhalten kann oder wenn ihr es irgendwo festmachen oder festknoten könnt, geht es auch sehr, sehr gut. Zum Beispiel diesen Ring könnte man auch irgendwo einhängen. Dann habe ich hier meinen ersten Knoten auch schon fertig. Also ihr habt gesehen, die Bewegung selber super einfach, ganz, ganz simpel. Und ich zeige es euch auch nochmal. Also der linke Faden geht hier einmal drüber, unter dem rechten her, die in der Mitte einfach gar nicht beachten, beziehungsweise sind die einfach nur das Füllmaterial. Und dann kommt der rechte, geht hier durch diese Lücke durch, wird hochgezogen und das Ganze wird oben festgezogen. Es entsteht dann hier so eine kleine Treppe. Ihr seht hier diese Sprossen und das Ganze dreht sich so ein bisschen. Ich zeige es euch noch ein drittes Mal. Es geht hier rüber, hier drunter her und dann nehme ich den rechten, gebe ihn hier durch und ziehe das Ganze einmal rüber. Festziehen. Und dann habe ich hier schon die drei und es ist jetzt hier auch schon schön, die Drehung, die jetzt entsteht, zu sehen. Ich mache das jetzt noch ein bisschen weiter und ihr seht es im Zeitraffer. Am Ende habt ihr dann so eine hübsche gedrehte Kordel. Auch relativ kompakt, liegt gut in der Hand, wähle ich ein richtig schönes Schlüssel, ein richtig schöner Schlüsselanhänger. Und ich mache es jetzt so, ich hatte ja eh kleine Knötchen hier an die Enden gemacht. Ich nehme jetzt die beiden langen Bänder und verknote die hier unten nochmal zwischen den kurzen. Man kann auch einfach einen Tropfen Kleber verwenden und das Ganze damit versiegeln. Funktioniert auch sehr, sehr gut. So, nochmal einen dicken Knoten drauf machen, gut anziehen und dann kürze ich einfach die Enden nochmal. Nummer 1, Nummer 2 und dann habe ich hier unten noch so ein paar Frumels. Aber wie gesagt, die kann man auch noch entweder verkleben oder ich finde es eigentlich ganz süß und lasse sie dran. Und fertig ist dann der Schlüsselanhänger in dem hübschen Altrosa. So, ich habe auch noch was und zwar mal was, also ganz anderes, auch mit Sachen, die man eigentlich zu Hause hat. Und zwar ist das selber gemachtes Kaffeeöl oder auch selber gemachte Salbe gegen Augenringe, müde Haut. Und wie das funktioniert und wie man das macht, seht ihr jetzt. Jetzt habe ich für euch einen richtig coolen Beauty-Hack. Wir kennen es alle, wenn wir am Morgen aufstehen und total dunkle und müde Augenringe haben oder auch die Haut einfach fahl im Winter wirkt, habe ich eine richtig coole Wunderwaffe für euch. Was ihr dazu benötigt, ist einmal Olivenöl, Kokosöl, Kaffeepulver oder auch Kaffeesatz und ein Behälter, was zu verschließen ist. Und ja, wir machen jetzt selber gemachtes Kaffeeöl und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Als erstes nehmt ihr 5 Esslöffel von dem Kaffeepulver. Ihr könnt, wie gesagt, auch Kaffeesatz nehmen und tut das einmal in das Gefäß. Danach kommen 3 Esslöffel Olivenöl hinzu. Olivenöl ist besonders gut, da es ganz viel Vitamin E enthält. So, dann 5 Esslöffel Kokosöl. So.
So, fertig ist das Kaffeeöl. Ich habe jetzt noch etwas Wasser hinzugegeben, aber nur minimal. Das solltet ihr jetzt am besten ungefähr 2 bis 3 Wochen stehen lassen. An einen trockenen, kühlen Ort. Und ja, wenn ihr das dann verwendet, empfehle ich euch, das mit einem Schwamm aufzutragen, das schön einzumassieren, einzutupfen unter die Augen oder auch im Gesicht und das so eine Art Peeling zu nutzen. Und ihr werdet merken, wie eure Haut danach strahlt. Wenn ihr aber nur eine Salbe haben wollt, also eine Creme und keine Art von Peeling, empfehle ich euch, das nochmal durchzusieben, dass der Kaffeesatz sich löst von dem Öl. Das dann, wie gesagt, 2 bis 3 Wochen stehen lassen, in einem kleinen Gefäß oder so kleinen Gefäßen abfüllen und dann habt ihr eine richtig coole Creme. Lässt sich vielleicht auch einfacher auftragen, das könnt ihr aber frei entscheiden, wie ihr wollt. Damit kann man bestimmt auch einen richtig schönen Spa-Day machen mit dem Kaffeeöl. Ja, ist echt eine coole Sache. Können wir vielleicht auch mal machen, so ein Spa-Day? Ja, ist eine gute Idee. Und ich finde auch, sowas kann man auch gut verschenken. Richtig. Also ich habe da jetzt hier, sieht man es da nochmal, wenn man hier einfach Kaffeeöl drauf schreibt, ein bisschen, ne, schön macht. Ja. Und dann finde ich, ist das auch eine richtig süße Geschenkidee. Auf jeden Fall. Und ich habe hier jetzt noch was, wo man sich solche Geschenkideen wirklich richtig niedlich aufschreiben kann. Es ist ein ganz einfach selbstgemachtes kleines Heftchen. Ihr braucht dafür wirklich nur 2 Sachen und, wenn ihr möchtet, natürlich ein bisschen Deko. Und wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt. Um dieses kleine Heft selber zu machen, braucht ihr tatsächlich nur ein Stück DIN A4 Papier. Kann auch kariert oder liniert sein, überhaupt kein Problem. Ich habe hier ganz einfaches Druckerpapier. Dann ein bisschen Washi-Tape oder andere Deko, die ihr da habt und eine Schere. Ich habe hier auch noch einen Stift als Deko, aber grundsätzlich braucht ihr eigentlich nur ein Stück Papier und eure Schere. Und dann geht es auch schon los mit dem Falten. Als erstes falte ich einmal die langen Seiten aufeinander, zufalten. Und ich mache es hier immer so, ich mache die Knicks in beide Richtungen. Also wenn ich einen Knick gemacht habe, direkt wieder aufmachen und in die andere Richtung auch falten. Das macht es euch nachher einfacher. Dann öffne ich das Blatt wieder, falte es rüber, dieses Mal die kurzen Seiten aufeinander, drehen und wieder kurze Seiten aufeinander. Dann falte ich die kurzen Seiten zur Mitte. Und das natürlich auch wieder in beide Richtungen. Nummer 1 und Nummer 2. Rüberfalten. So. Ich habe hier jetzt, wie ihr seht, 8 gleich große Teile gefaltet. Das wird auch die Größe der Seiten meines Hefts werden. Und ich falte es jetzt einmal wieder Mitte auf Mitte. Dann kommt die Schere zum Einsatz und ich schneide jetzt von der gefalteten Seite aus, das ist diese hier. Diese hier ist offen, die andere ist gefaltet. Und von der gefalteten aus schneide ich einmal hier bis zu diesem Kreuz, zu diesem Mittelpunkt rüber. So, jetzt kann ich das Ganze wieder öffnen und habe hier in der Mitte jetzt einen Schnitt. Ich falte jetzt die Seiten aufeinander, also wieder die langen aufeinander und schiebe jetzt das Papier zusammen. Hier habe ich tatsächlich nicht ganz weit genug geschnitten. Wenn das bei euch auch passieren sollte, einfach nochmal ein bisschen nachschneiden. Kleine Nachkorrektur. So, und dann kann ich es eben aufschieben. Einfach mit ein bisschen Druck. Seht ihr hier? Aufeinanderlegen. Rüberfalten. Und schon habt ihr ein kleines Heft mit Vorder- und Rückseite und in 2, 4, 6 Seiten. Also wirklich richtig niedlich, um zum Beispiel Ideen oder so zu notieren. Und ich dekoriere das Ganze jetzt außen einfach noch mit ein bisschen Washi-Tape. Ich schneide hier einmal die Kante ein bisschen gerade. Kann man natürlich auch ganz viele von machen, zum Beispiel eins für Rezepte, eins für andere Sachen, die man sich so überlegt hat. Kann man auch wirklich gut mitnehmen in seinen Kalender oder sein Hausaufgabenheft oder so reinlegen. Oder auch so für kleine Skizzen benutzen, die man so unterwegs macht. So, hier kommt das Einhorn hin. Und noch ein Herzchen. Und schon ist mein kleines Büchlein fertig. So, ich habe auch noch was und das ist auch so ein Highlight von mir. Wir kennen es alle, ne? Man will Netflix irgendwas gucken und das Handy. Man hat halt einfach man kann das Handy nicht hinstellen. Und aus einer ganz normalen Klorolle oder Küchenrolle kann man ein selber gemachtes Handystativ machen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt.
Für das selbstgemachte Handy-Stativ braucht ihr einmal Küchenrolle oder auch eine Klorolle. Das ist vielleicht sogar einfacher, weil dann müsst ihr das nicht zuschneiden. Leim, Washi-Tape oder bunte Stifte zum Verzieren, 4 Stecknadeln und Klebeband. Jetzt habe ich es erstmal zugeschnitten, ungefähr in der Größe, wie ich das auf meinem Handy möchte, weil mein Handy etwas größer ist. Und jetzt verziehe ich erstmal die Klorolle. Hier könnt ihr sie entweder farbig anmalen oder wie in meinem Fall mit Washi-Tape bekleben. So, ich habe es jetzt fertig beklebt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr ungefähr schaut, wie groß ist das Handy. Hierfür nehmt ihr euch einen Stift und markiert euch hier 2 Stellen. Bei mir passt das ganz gut, weil es genau mit dem Washi-Tape endet. Und schneidet hier einmal ein kleines Loch hinein. So, ich habe mir jetzt hier ein Loch reingeschnitten. Das könnt ihr natürlich noch schön machen mit Washi-Tape. Jetzt nehmt ihr die Stecknadeln und steckt die hier unten einmal rein, damit uns die Rolle natürlich nicht wegrollt und hier einen guten Halt hat. Hierfür nehmt ihr einfach jeweils 2. Die Stecknadeln stecken. Jetzt steht das Ganze auch ganz gut. Da könnt ihr natürlich noch anpassen. So, und Handy rein. Und fertig ist euer selbstgemachtes Handy-Stativ. 6 super coole, einfache Sachen, wirklich mit Sachen, die, glaube ich, jeder von euch zu Hause hat und die auch wirklich Spaß machen, wo man sich ein bisschen mit beschäftigen kann und wo man vielleicht auch die Familie so ein bisschen mit überraschen kann. Ja, oder auch mit der Familie zusammen basteln kann oder mit den Kids oder mit den Geschwistern. Da ist man, glaube ich, ne, da kann man sich ja frei entfalten. Es ist für jeden was dabei. Ja. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Absolut. Wenn ihr noch weitere coole Ideen gegen Langeweile habt, die vielleicht die anderen Zuschauer ausprobieren können, die wir vielleicht nochmal ausprobieren können, gerne alles unten kommentieren. Genau. Und wenn ihr was nachmacht, dann verlinkt uns gerne auf Instagram DIY-Inspiration-Official. Wir teilen natürlich eure selbstgebastelten Werke in unserer Story und freuen uns immer, das zu sehen. Ist sehr, sehr cool, das Ganze immer zu sehen. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst ihr auch keine weiteren Videos von uns. Und dann sehen wir uns gesund und munter. Beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.